auch danken für Ihren Protest, weil ich glaube, ohne diesen Protest wäre diese gute Nachricht heute nicht hier so angekommen. Vor ein paar Monaten war der Intendant Limburg eingeladen vom Kultur- und Medienausschuss des Deutschen Bundestages, um dort über die Umstrukturierungspläne zu berichten. Und daraufhin machte ich den Vorschlag, dass es doch sinnvoll sei, auch die Personalräte dazu anzuhören und sie auch einzuladen. Ein Kollege der Koalitionsvertreter sagte dann, unser Ansprechpartner ist der Intendant. Es gab trotzdem ein Treffen außerhalb des Ausschusses und immerhin haben auch die Koalitionsvertreter dort teilgenommen. Und Frau Thekin hat dort auch noch mal ganz deutlich die Haltung vertreten, dass wenn man denn die Fokussierung auf einen englischsprachigen Newskanal als notwendig erachtet, dies eben nur geht, wenn der Etat angepasst werden muss und dieses Vorhaben dürfe eben nicht auf Kosten der anderen Sprachen gehen und diese Haltung teile ich ausdrücklich. Ich habe das in den vergangenen Monaten im Parlament, in der Presse, in Interviews, in Diskussionen überall kundgetan und dafür habe ich wirklich nicht immer Beifall bekommen. Von einem Abgeordneten der CDU bekam ich sogar in einer Bundestagsdebatte den Vorwurf, ich hätte Schaum vorm Mund. Ich finde nicht, dass man Schaum vorm Mund hat, wenn man sich entschieden für eine vielsprachige deutsche Welle einsetzt. Die regionale Berichterstattung der deutschen Welle ist stark. Sie ist sogar so stark, dass sie im globalen Wettstreit um Informationen ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist. Aber ist es auch eine Erfolgsgeschichte? Ich finde ja. Ich habe aber den Eindruck, die Leitung der Deutschen Welle weiß das nicht zu schätzen und glaubt nicht an diese Erfolgsgeschichte. Eine einseitige Ausrichtung auf einen englischsprachigen, breaking-news-fähigen Fernsehsender wäre ein großer Fehler. Denn damit würde man setzen auf eine Medienform, die richtig teuer ist, wenn man denn will, dass man im Wettstreit mit den anderen Global Playern auch besteht. Sie setzt damit auf eine Form, die nicht für jede Zielgruppe die richtige ist und mit Englisch auf eine Sprache, die nicht überall auf der Welt gesprochen wird. Und die einseitige Fokussierung auf News geht zulasten von Orientierung, Einordnung und Hintergründen, was aber gerade in Zeiten der Fülle der Nachrichten und der schnellen Verbreitung im Netz umso notwendiger ist. Es geht also nicht darum, Kompetenzen aufzugeben. Ich habe deshalb einen Vorschlag gemacht. Die Deutsche Welle könnte ihr Alleinstellungsmerkmal noch weiter ausbauen und die Berichterstattung in dutzenden Sprachen angepasst auf die jeweiligen Medienmärkte noch verstärken. Das heißt eben neben Fernsehen auch Radio und Internet. Und ich war auch dagegen, dass man den Kurzwellen Sender in Kigali dicht macht. Und genau diese Forderungen habe ich für meine Fraktion auch in einem Antrag formuliert, der im Dezember im Bundestag verhandelt wurde, leider natürlich keine Mehrheit bekommen hat. Aber ich glaube, damit könnte die Erfolgsgeschichte der Deutschen Welle weitergeschrieben werden. In unserem Antrag haben wir auch die Forderung aufgestellt, dass neben der Aufgabenplanung ein umfangreiches und transparentes Personal- und Finanzkonzept eingereicht wird. Aus diesem Konzept muss eindeutig hervorgehen, welche sprachlichen, medialen und personellen Schwerpunkte in den nächsten Jahren gesetzt werden sollen. Und das schließt selbstverständlich auch einen Businessplan ein für etwaige Umstrukturierungen. Und aktuell heißt das, welche Reichweiten erhofft man sich beispielsweise von einem englischsprachigen Fernsehkanal?
Wie teuer wird das Ganze und welche Bereiche müssen deshalb möglicherweise weichen? Und da behauptet die Leitung der Deutschen Welle in einer Pressemitteilung am Freitag, ich würde alle Fakten verkennen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Ich würde gerne alle Fakten kennen. Bislang stellen sich vor allem Fragen, zum Beispiel auf welcher Grundlage wurde diese Entscheidung für einen linearen Breaking News-fähigen Fernsehsender als Flaggschiff denn getroffen? Und wer hat sich die Nutzerzahlen genau angeguckt? Ich hätte Interesse an den Zahlen der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die das gemacht hat, kann sie mir gerne mal zur Verfügung stellen. Es ist mir auch ein Rätsel, wie Intendant Limburg das Ziel erreichen will, die Reichweite zu steigern, wenn doch gleichzeitig andere Programme dafür möglicherweise eingedämmt werden sollen. Und ich habe auch noch kein Konzept gesehen, wie man tatsächlich in dem Wettbewerb mit BBC World, mit CNN, mit Al Jazeera, Russia Today und den anderen bestehen will. Auch hier nehme ich Hinweise gerne entgegen. All diese Fragen haben wir in eine kleine Anfrage gepackt und der Bundesregierung eingereicht. Die Antworten erwarten wir in etwa 3 Wochen. Ich bin schon sehr gespannt darauf und ich werde sie natürlich jedem zur Verfügung stellen. Ja, es muss sich etwas ändern bei der Deutschen Welle. Wir sehen hier die Schilder, die Visitenkarte Deutschland seit 20 Jahren unterfinanziert. Ja, es braucht eine bessere Finanzausstattung mit Konzept. Ich greife hier aber auch nochmal einen Punkt auf, der mir besonders am Herzen liegt, nämlich sowohl als Medienpolitikerin, aber eben auch als ehemalige freie Mitarbeiterin einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt, nämlich die Situation von Freien. Daher müssen die vielen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Deutschen Welle mehr Rechte bekommen und sie müssen zukünftig von den Personalräten eben auch vertreten werden können. Und wenn man einen Sender umbauen will, dann geht das eben nicht gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern nur mit ihnen. Und man darf sie eben nicht auf die Straße setzen. Und ich weiß, es sind schon 300 Kündigungen ausgesprochen worden und viele Einschränkungen. Ich bin gespannt, ob das jetzt rückgängig gemacht wird, wenn das Geld zur Verfügung steht, oder wie es mit den Umschulungsmaßnahmen aussieht, die versprochen wurden. Da steht der Intendant in der Pflicht und wir werden ihn da auch beim Wort nehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es ist schon viel gesagt worden. Ich werde dafür kämpfen, dass die Deutsche Welle weiterhin eine starke Stimme in der Welt ist, dass sie vielsprachig unterwegs ist, dass sie die Menschen in den vielen Ländern dieser Welt Werte aus Deutschland vermittelt, europäische Werte, und dass die Deutsche Welle dafür die richtige Ausstattung bekommt. Dafür werde ich kämpfen. Vielen Dank.